Ja, Mahlzeit. Beim letzten Mal haben wir ja angekündigt, dass wir eigentlich zu den Weißen Häusern fahren wollten. Allerdings, an dem Tag war es ja stürmisch. Das heißt also heute, das gehört ja noch dazu. Die Fahrt haben wir abgebrochen, weil das wären 2,5 Stunden Fahrt gewesen dorthin. Dann circa 3 Kilometer noch durch den Wald laufen. Bei Sturm, dann hat es noch angefangen zu regnen. Daher haben wir umgedacht, weil auf dem Weg dorthin gibt es noch ein, das weiß ich jetzt nicht, ob es ein Lost Place ist. Eigentlich ist es ein Lost Place. Eine ehemalige Stasi-Abhöranlage. Die aber auch mit mir persönlich was zu tun hat. Nicht direkt die Anlage, aber ein ehemaliger Nachbar von uns, der hat hier damals angeblich als Hausmeister gearbeitet. Daher wird dieses Video unter die Kategorie Lost Places im Wandel der Zeit, 3. Folge, fallen. Ja, das ist auf dem Berg, die Anlage, das ist anstrengend. Corona-Nachwirkungen sind noch da. Ich erzähle dazu mal ganz kurz. Wie gesagt, ich habe mir gesagt, ein Nachbar von uns, ich habe damals in der Stadt Rathenow gewohnt. So um 98 war das gewesen, sind wir da hingezogen. Und wir hatten bei uns ein Haus, jemanden gehabt, da hat meine Mutter mich immer darum gebeten, ich soll mit dem nicht so viel reden. Der hat damals spioniert. Sprich, der hat bei der Stasi gearbeitet, in da wo wir jetzt gerade sind. Und wie gesagt, er soll Hausmeister gewesen sein. Ich persönlich bin mit ihm als Kind eigentlich super klar gekommen. Der ist soweit jeden aus dem Weg gegangen, aber mit mir hat er sich öfters mal unterhalten. Er ist immer viel mit Fahrrad unterwegs gewesen. Und den hast du so nie zu Gesicht bekommen. Wirklich nur, der kam raus aufs Fahrrad, dann war er weg, kam abends wieder. Jahre später hat sich rausgestellt, da habe ich dann mal andere Nachbarn getroffen, nach, keine Ahnung, das war 10 Jahre später oder so. Und die haben mir erzählt, weil der hat mich öfters versucht, sich wo auch das Leben zu nehmen in seiner Wohnung, weil der hatte keine Familienangehörige, nichts. Und dann hat er wohl irgendwann doch geschafft. Und man hat in seiner Wohnung Equipment gefunden aus Stasi-Zeiten. Halt irgendwelche Geräte, Abhörgeräte, keine Ahnung, weiß ich nicht genau. Also muss ja doch was dran gewesen sein. So viel zum Thema Hausmeister. So, daher lasse ich das jetzt unter die Kategorie Lost Places im Wandel der Zeit fallen, weil irgendwo hat es mit mir eine Verbindung, zwar nicht mit dem Ort direkt, aber persönliche Gründe halt, wie es aber mit den anderen Orten auch ist. So, jetzt habe ich genug gequatscht. Ich denke immer, man hört es, es ist wirklich anstrengend, es ist ein Berg, ich habe immer noch Corona-Nachwirkungen, das mit dem Atmen, das ist wirklich anstrengend. Und ja, ich sage jetzt mal, viel Spaß in den nächsten Minuten euch das reinzuziehen. Mann, das pfeift hier wie Sau, ey. Vor mir steht gerade der Turm, der noch benutzt wird. Ja, gut, dann viel Spaß beim Anschauen. Ja, man sieht, der Sturm hat hier seinen Dienst getan. Eigentlich wollte ich mit dem Auto jetzt ganz hochfahren, geht aber nicht, weil hier überall Bäume im Weg liegen. So. Ja, wie gesagt, das war hier damals eine Stasi-Abhöranlage. Hier wurde abgehört im großen Stil. Das ist hier der einzige Sendemast, der aktiv noch genutzt wird von Mobilfunkanbietern. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, aber durch den Wind, das pfeift hier wie Sau. Und dann habe ich auch mitbekommen, dass man hier wohl ein bisschen aufpassen muss, weil hier gerne Krieg gespielt wird. Hier mit Airsoft oder sowas. Gut. Lassen wir uns mal überraschen. Ich sagte, hier vorne, das ist eingezäunt, das wird noch genutzt, aber hier hinter ist wohl noch die alte Anlage, die nicht genutzt wird. Und ob wir da reinkommen, das werden wir gleich sehen. Ja. Juhu. Ey, da hat es ja mit Gimbal gerade zu tun, ey. Kann das ja nicht halten. Ja, das ist so windig, dass das Gimbal gar nicht stabil halten kann. Das saust hier überall hin. So, da würde ich zum Beispiel gar nicht raufklettern. Ja, ey.
Aber die kann man auch einfach aufdrücken, die sind ja nicht zu. Ja, es pfeift aber auch da oben, wa? Ja. Ja, da oben sieht man den Radom, wo die Antennen mal drin waren. Wenn ich mal gucken, ob man da vielleicht gleich sogar mal reinkommt. Das ist nett, der Zaun ist offen, hier ist eine Mauer am Weg. Ja, man hätte ja auch vorne ein Tor aufmachen können. Ist ja offen. Hätte ja schon durchgebogen, hätten wir nicht mehr gebracht. Aber da vorne ist die Mauer weg, da kann man glaube ich rein. Das ist ja so schon viel zerfallen. Geht's dir gut? Ja, Mann. Ja, Mann. Ja. Da geht es ein bisschen runter. Nein. Robin, geh weg da. Komm, da geht's hin. Ah, hier war nicht auch hier ein Schilder, ja, dass du hier in die Luft hast. Nee. Auf jeden Fall muss ich da oben rein. Was haben wir denn hier? Da. Bunker? Ja, meine Frau ist heute auf jeden Fall glücklich, die fühlt sich richtig wohl bei so einem Wetter. Ja. Ja, ja, ja. Komm her. Ja, siehst du, das ist wie man mir gesagt hat, hier sind überall Kugeln auf der Erde, weil sie mit ihren komischen Airsoft ganz hier Kriegsspielerei machen. Ja. Thais, man sollte sich vielleicht ankündigen. Warum ist denn, eigentlich ist die Tür ja nicht zu. Gut, hier kommt man wahrscheinlich nicht hin. Das aber hier aus dem Kochensohn von früher. Wir hatten auch so eine Dinger. Mit so einem Gitter hier oder was? Ja, wo du den aufziehen musst. Ja, ja. Ja, ich hab meine Taschenlampe jetzt ja nicht mitgenommen. Ja. Waren wir das letzte Mal unterwegs? Ich schätze, 2-3 Wochen her, ne? Ja, jetzt so aufgewühlt. Hast du gehört? Ja. Ich denke mal, dass der Wind hier gerade eine Tür zugeschlagen hat. Da ist eine Kellertür offen. Ich hab die Taschenlampe im Auto, ja, das ist nicht voll Idiot. Oh Mann! Ja, Robin, hast du auch erschreckt, wa? Ja, da unten kann man rein. Guck mal, wie er guckt. Ich hab jetzt eh die Taschenlampe nicht bei. Die war aber mal zugeschweißt gewesen. Da. Das ist ein Schweißpunkt. Oh, ich sehe schon, dass man da. Hast du gerade was gesagt? Ja. Das war deine Stimme, die ich gerade gehört habe. Ja. Ah, ich denke, in dem Gebäude, das lohnt sich jetzt gar nicht reinzugehen. Ihr habt ja gerade gesehen. Also, ich weiß das von jemand anders, der war hier mal gewesen. Vor 1-2 Jahren, glaube ich. Der war in dem Gebäude drin. Also, es ist leergeräumt. Ist klar, das haben die ja damals überall gemacht. Da, wo die Stasi drin war und die mussten abziehen, haben sie alles leergeräumt. Spuren verwischt. Ja, wie gesagt, mit der Anlage hier konnte man wohl keine Ahnung bis wohin abhören. Hier könnte mal. Ja, da standen auf jeden Fall irgendwelche Geräte. Ah, da macht mich irre der Turm mit seiner Fiepe.
Ich halt Auto. Was? Ja, kennen wir ja nicht anders. Egal, wo man hingeht, überall hast du Müll, ne? Weil warum soll man seinen Müll auch auf eine Deponie bringen, wenn man das doch viel bequemer irgendwo entsorgen kann? Hä? Wie? Oh, guck mal! Können wir uns doch bequem machen. Das sieht irgendwie so aus, als wenn man hier auch mal Party oder sowas gefeiert hat. Ja, das sieht schon wieder aus wie hier so ein Pult oder keine Ahnung, ein Tisch. Bestimmt ein DJ, der zum Anfliegt und gefeiert. Ich hatte 1000 Gründe zu gehen, doch habe immer einen gesucht, um zu bleiben. Ah, okay. Das sind Weisheiten. Ein Troll. So, ich geh mal klettern. Willst du jetzt unten warten oder was? Oh ja, da geht's runter. Oh, scheiße, mein Rücken. Fuck. Da hängt mir runter. Ich hab keine Taschenlampe bei. Ich verheiß ich immer dann, wenn es eigentlich gebraucht wird. So, auf jeden Fall ganz so aufpassen, dass hier durch irgendein Loch entfällst. Den fängt er uns sowieso nicht. Ja, hier drinnen war auch irgendwelche Maschinerie. Nein. So, da hinten sind einmal ein Bunker, das hat man aber auf dem Weg hierher schon gesehen. Die sind hier überall ringsherum, also die Lände war auf jeden Fall gut bewacht. Oh, echt jetzt? Vorsicht, hier liegen Blitzableiter. Blitzableiterreste liegen hier rum. Ja, hier drunter ist ja auch irgendwas. Ich gehe da mal hoch. Ah, filmen und dann mit einer Hand. Das macht sich richtig toll. Was? Ich guck nicht runter, bist du verrückt? So. Ja. Da oben ist die Kuppel. Aber da waren früher die Antennen drin. Ja, da kann ich aber nicht hochklettern. Hui, bist du? Winke, winke! Hallo! Ja. Kann man nochmal von oben sehen. Hier scheint wohl auch mal so eine Gebläseanlage gestanden. Okay, das Ding war klimatisiert. Das heißt, in der Kuppel war wahrscheinlich immer dieselbe Temperatur gewesen, damit die Technik nicht ausfällt.
gehen wir mal wieder runter. Bis gleich. So, wieder unten. Yeah, ich hab's mal geschafft, von oben nach unten zu gucken, ohne Angst zu kriegen. Ja, ich habe immer noch Höhenangst. Jo. Die haben hier bestimmt damals richtig gewütet. So, sind das hier Schaltkästen, Reste? Sicherungskästen? Stopp! Okay, das. Stopp! Langsam! Langsam! Der passt nicht hier oben. Das ist aber nicht von damals. Das wurde doch später hier errichtet. Oder was meinst du? Das sieht nicht aus wie über 30 Jahre alt. Ja, mich kotzt trotzdem an, dass ich die Taschenlampe vergessen habe. Warum vergesse ich die bei so was immer? Ja, das kann man nur falls nehmen. So, hier ist auf jeden Fall die Natur wieder an der Machtübernahme. Macht. Hallo, ist hier jemand mit Schusswaffen unterwegs? Wir sind Urbexer, nicht anschießen. Kappenhund. Kappenhund, der hat Zähne. Der hat auch hier Frühstück. Ja, da ist richtig ein Kerntier-Gebäude, ist ja auch nicht mehr drin. Ja. Ist ja, das Scheißhaus ist nicht mehr da. Und die Dusche. Oh. Die verkacken kannst du nicht mehr, aber du. Nee, richtig. Ja, ich verkack deine Duschen. Oh. Oh. Wunderschöne alte DDR-Tapete. Ja. Pfui, das war jetzt eklig. Aha, aha, ja. Mau. Was? Mau. Mau? Mau! Ja. Mau. Nehmt euch in Acht vor. Mau. Mau? Das sieht hier schon wieder aus wie die sanitäre Abteilung oder so. Kacheln auf dem Boden. Da kommt eine Leitung aus der Wand. So, ja, ich habe meine Kamera neu eingestellt, damit dieses Flackern vielleicht nachlässt. Hier ist nochmal der Ton für alle. Ich weiß jetzt gar nicht, ich habe gar nicht mitbekommen. Ich glaube, jetzt fehlt Videomaterial. Nach 8 Minuten macht die Kamera mich automatisch stopp. Aber weißt du, was mir hier auffällt? Was wir bei letztem Mal, wo wir in dem Internierungslager von der Volkspolizei waren, da waren noch alle Gullideckel da. Hier sind irgendwie alle Gullideckel, was Metall betrifft. Hier hat man gut rumgewütet. Ja, cool. Du kommst bald im Zuchthaus. Was, im Zuchthaus? Der Hund. Der Hund? Ja, schauen wir mal. Ja. Oder wir müssen da eine Treppe? Da kommen wir bestimmt. Naja, da kommst du dann wieder oben bei dem Haus hin. Aber warte mal, ich gehe mal Fernsehen gucken. Hey, Original von Grundig. Grundig made for you. Ja, genau. Dann hat man hier hat man so gemacht. Was wollen Sie? Gehen Sie weg, sonst werden Sie eingesperrt. Und dann hat man die Luke wieder zugemacht. Wie willst du das wieder zukriegen? Ich glaube, die Haken. Okay. Nee. Dann nehmen wir rum. Das ist ein Einmannbunker. Hast du nicht gesehen? Die sind hier überall um das ganze Gelände und da hat dann ein Posten drin gehangen und hat geguckt. Nee, da kommen wir dann wieder, wenn wir jetzt die Treppe hochgehen, dann sind wir ja wieder da oben. Also, aber dann können wir nochmal die Route nehmen, wie das da ausgesehen hat, wenn man hier damals reingegangen ist. Ein Baum. Hast du gerade Baum gesagt? Soll ich jetzt einen Baum filmen oder was? Was ist an Lost Places eigentlich immer so interessant? Richtig. Einmal ist es der Verfall, weil das ist jetzt gute 32 Jahre hierher. Und nach 32 Jahren sieht man, ja, sieht toll aus. So, der zweite Punkt. Was macht Lost Places interessant? Für uns auf jeden Fall die Geschichte. Vorsicht, Loch. Und
So, und noch einmal den Turm. Das Radom. Und somit sind wir jetzt überall durch. Ja, auch dies ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr so spektakulär. Das wäre wahrscheinlich auch interessanter gewesen, wo die ganze Technik noch drin war. Aber die Stasi hat ja halt, Vorsicht, Kopf. Die haben ja damals alles weggemacht. Das Einzige, wo sie ja so ein bisschen Spiel getrieben haben, das war damals bei der Hauptstation in Berlin, die ja gestürmt wurde. Da ist ja die Vermutung, oder man geht davon fest schon aus, das wurde ja inszeniert. Die Leute haben ja da ewig gestanden und wollten da rein, keiner hat sie reingelassen und dann haben sich ja irgendwann auf einmal die Tore dort geöffnet. Die wollten ja das Tor damals im Hauptquartier von der Stasi zumauern, damit die Stasi-Leute halt drin bleiben, symbolisch. Und dann hat sich das Tor mit einmal geöffnet und nur die Straßenlaternen zum, ich glaube, das war der Versorgungstrakt oder Essenstrakt oder keine Ahnung, jedenfalls nicht der Haupttrakt. Nur die Laternen dorthin waren an. Das heißt, die Leute sind wie Motten automatisch natürlich dann ins falsche Gebäude gegangen. Das ist so das, was ich so mitbekommen habe. Das heißt, die haben da auch nicht wirklich Unterlagen gefunden, die, naja. Gut, aber das ist eine andere Geschichte, das hat ja nichts mit hier zu tun. Schön auf jeden Fall, dass ihr wieder dabei wart. Wie gesagt, alte Abhörstation der Stasi. Und wenn euch das Video gefallen hat, also wir werden wahrscheinlich hier nochmal herkommen, mit Taschenlampe, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Ne? Und für alle Neuzugänge, abonniert unseren Kanal und nicht vergessen, aktiviert die Glocke. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal bei hoffentlich schönerem Wetter. Haut rein!